Die Ampel liefert nicht nur einen Haushalt, auch bei der Steuerung der Migration gehe es voran. Zudem hat man wichtige Vorhaben bereits umgesetzt, etwa zur Klimaneutralität, Digitalisierung und beim demografischen Wandel. Das ist die verzerrte Selbstwahrnehmung von Saskia Esten. Sie lebt in einer Scheinrealität. Sie lebt vermutlich auf einem anderen Planeten. Vielleicht sollte sie sich bei Elon Musk mal melden für den unbemannten Testflug zum Mars, der in 2 Jahren starten soll. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Die SPD, sie ist so fernab jeder Realität, dass wir dann bald die SPD wahrscheinlich abwickeln dürfen, auch auf Bundesebene. Die Aussagen, die hier getroffen wurden, es ist so ein Schwachsinn, so ein Hohn. Und ihr fragt euch immer, wie ich das hier immer alles aushalten kann. Ich lache viel und ich trinke viel Kaffee. Heute am Sonntag ist meine Kaffeemaschine in den Streik getreten. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm, Leute. Aber mal gucken, ob sie morgen am Montag wieder zur Arbeit erscheint. Heute auf jeden Fall gehe ich ziemlich leer aus. Und dann habe ich mir einfach die SPD nochmal rausgeholt, weil da kann man drüber lachen. Ja, Frau Esken sieht überhaupt keinen Grund für einen Kurswechsel ihrer Politik. Boah, ich kann mich kaum zusammenreißen, weil wie absurd muss man in seiner eigenen Scheinrealität gefangen sein, damit man solche Sachen hier zum Besten gibt. Ja, sie warnt jetzt vor den bedrückenden Wahlergebnissen aus Thüringen und Sachsen, aber es liegt mit Sicherheit nicht an ihrer Politik. Frau Esken, Saskia Esken, noch Parteivorsitzende der SPD, sieht auch Olaf Scholz als richtige Führungsfigur. Leute, schöner Treppenwitz. Frau Esken, Sie sind damals mit Herr Walter Borjans, gut, vielleicht fühlt er sich heute als Frau, könnte auch sein, angetreten für die Parteispitze der SPD gegen Olaf Scholz. Jetzt haben Sie Kevin Kühnert an der Backe, der war auch erst gegen Olaf Scholz. Und jetzt gibt es eine Parteivorsitzende, die Olaf nie wollte, einen Generalsekretär, der Olaf nie wollte. Und beide sitzen sie da und müssen Olaf verteidigen. Geschieht euch recht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wie sagte Frau Esken, die SPD habe mit schwerwiegenden Krisen zu kämpfen. Ja, eine heißt Saskia Esken, die andere heißt Kevin Kühnert, die nächste heißt Nancy Faeser, eine weitere heißt Olaf Scholz und die Liste, die ist ewig, ewig lang. Ja? Die Zeitenwende, hat sie gesagt, wurde gut bewältigt. Leute, die Zeitenwende, was meint ihr? Dieses Ankündigen von nix, also ist ja sonst nichts passiert, außer wir kündigen an, wir schmeißen Geld zum Fenster raus. Die ganze Industrie steht vor dem Fenster und wartet, wo kommt das Geld? Wo kommt das Geld? Ja, bei Rheinmetall kam das Geld. Leute, das ist völliger Wahnsinn. Aber noch viel besser, wir haben einen Kanzler, bei dem wir inzwischen die Frage stellen müssen, ob wir ihn wirklich zum Arzt schicken müssen. Er leidet wohl an geistiger Dysfunktionalität. Ob das jetzt Demenz ist, ob das Alzheimer ist, ob das Stockholm-Syndrom ist, ob das und so weiter. Es gibt verschiedene Krankheitsbilder. Aber, Zitat Olaf Scholz, er rechne fest damit, dass die SPD und ich 2025 ein so starkes Mandat bekommen werden, dass wir auch die nächste Regierung anführen werden. Jetzt glaubt er wirklich. Leute, nee, ernsthaft, das glaubt er. Die Frage ist aber, was möchte er denn aus seinem Ärmel schütteln oder aus seinem Hut? Ja? Die SPD-Fraktion hat sich die letzte Woche bzw. diese Woche zu einer Klausur getroffen. Da rausgekommen ist ein 8-seitiges Positionspapier, in dem sie zum Beispiel fordern, Steuerstraftaten besser zu verfolgen. Ja genau, die Cum-Ex-Fraktion von Olaf Scholz fordert, Cum-Ex besser aufzuklären. Leute, das ist sowas von... Das ist schon Verhöhnung des Staates. Delegitimiert die SPD sich selbst oder den Staat? Im Zweifel wahrscheinlich beides. Aber Olaf Scholz hat noch mehr Knaller gebracht. Er sagte hier die ganzen Aussagen, das war ein Interview gegenüber dem Tagesspiegel. Er arbeitet darauf hin, also Olaf Scholz, auf eine SPD-geführte Bundesregierung. Ja, aber vielleicht in Absurdistan, aber nicht in Deutschland. SPD-geführte Bundesregierung, Leute, die 5%-Partei oder 10. Das ist völliger Wahnsinn. Natürlich hat er jetzt hier Rückendeckung nachgefragt nach Boris Pistorius, dem durchaus viel beliebteren Politiker, der SPD-Politiker. Zitat Olaf Scholz.
Auch Boris Pistorius will, wie viele andere, dass ich wieder als Kanzler antrete. Ich sehe das genauso. Leute, es gibt nur einen einzigen Auftrag, den wir alle haben, um ihn gegenüber Olaf zu erfüllen. Es muss klatschen, und zwar so richtig klatschen. Zitat weiter, Olaf Scholz, es ist völliger Wahnsinn. Ich habe in meinem politischen Leben schon einige Wahlen gewonnen, obwohl Umfragen das nicht nahelegten. Daraus schöpfe ich Zuversicht. Olaf Scholz' einzige Zuversicht besteht auf das Vertrauen in das Scheitern der Demoskopen. Das heißt, Olaf Scholz gibt nur nichts auf Umfragen. Er findet es sogar quasi gut, wenn es Umfragen gibt, die gegen ihn laufen, denn er weiß, die Umfragen, sie sind nichts wert. Leute, so viel Surrealität und Abgehobenheit, und das waren jetzt nur zwei von der SPD, Leute, da gibt es so viel mehr. Und da frage ich mich ernsthaft, wer wählt diese Menschen noch? Ja? Wer wählt einen Olaf Scholz? Wer wählt denn eine Saskia Esten? Wer ist denn überhaupt Mitglied in der SPD? Also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Wer tut sich sowas freiwillig an? Die Partei der Sozialdemokraten, die uns schon immer verraten hat, die uns schon immer verkauft hat, macht jetzt hier einen auf, wir werden die nächste Wahl gewinnen, weil die Umfragen, da können wir nichts drauf geben und irgendwas wird schon passieren, dass er wieder gewählt wird. Es ist viel spannender, was sie wissen schon, was bis nächstes Jahr auf dem Fahrplan steht, was eventuell passieren könnte. Wir sind nur ahnungslose kleine Bürger. Uns setzt man dann wieder irgendetwas vor und sagt dann, wir sollen das fressen oder schlucken und dann einfach die Klappe halten und bitte richtig wählen. Und die SPD wird uns das jetzt auch einfach besser erklären. Leute, damit können Sie alles gewinnen, aber kein Blumentopf, damit gewinnen Sie noch nicht mal das Sackhüpfen in der Kita. Bei der SPD, die Spezialdemokraten, wie man sagen kann, die uns schon immer verraten haben. Es gibt nur eine Verräterpartei in diesem Lande und das ist die SPD. Die SPD, die uns wirklich immer verraten hat. Zweimal wurde ihnen gerichtlich die Vorratsdatenspeicherung unter dem Hintern weggerissen, weil sie einfach ein verfassungswidriges Gesetz nach dem anderen machen. Der Haushalt und dies und das, eine Klatsche nach der anderen. In zwei Wochen ist Verhandlung über den Ausschussvorsitz von Stefan Brandner. Da könnte es die nächste Klatsche geben, und zwar dann für alle im Bundestag. Sie waren nämlich immer groß dabei, hier zu sagen, natürlich können wir das so machen, wie wir das wollen. Wir haben die parlamentarische Mehrheit. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal. Kennst du denn noch SPD-Wähler? Kennst du jemanden? Nein? Schreib es mir unbedingt mal in die Kommentare unter dieses Video. Und wenn du sowieso die Schnauze voll hast, schau mal bei Auswandern mit Kopf vorbei, meinem neuen Zweitprojekt für Jung oder Alt, für Arm oder Reich. Für jeden soll da was dabei sein. Ansonsten sage ich Ciao, bis zum nächsten Video.